Artikelnummer SCP-2700. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: SCP-2700 wird im gesicherten Bunker verwahrt. Der Zutritt zu diesem Bunker ist nur Personal mit einer Freigabe der Stufe 4/2700 gestattet. SCP-2700 befindet sich in einem Tresorraum aus Beton mit den Maßen 10 x 5 x 10 Meter und darf unter keinen Umständen transportiert oder manipuliert werden. Beschreibung: Bei SCP-2700 handelt es sich um ein komplexes mechanisches Gerät, von dem man annimmt, dass es sich um eine hochentwickelte gerichtete Energiewaffe handelt, welche vom serbischen Physiker und Erfinder Nikola Tesla entwickelt wurde. Das Gerät wurde 1946 entdeckt und aus einer stillgelegten, aber stark gesicherten Forschungseinrichtung in geborgen, die von Tesla 1934 verwendet wurde. SCP-2700 besteht aus drei Komponenten: der Schnittstelle SCP-2700-1, dem Beschleuniger SCP-2700-2 und dem Kern SCP-2700-3. Bei SCP-2700-1 handelt es sich um eine Bedienkonsole aus Stahl mit einer QWERTY-Tastatur, einem 23x23 cm großen Bildschirm und einer Reihe von Tasten, Schaltern und Hebeln. SCP-2700-1 ist mit SCP-2700-2 und SCP-2700-3 über ein Netzwerk von Kupferleitungen verbunden. Der Bildschirm ist mit einem befehlsbasierten Betriebssystem ausgestattet, wobei Befehle und Antworten in grünem Blocktext angezeigt werden. Die Art des Betriebssystems von SCP-2700-1 wird derzeit noch untersucht. SCP-2700-2 ist vermutlich ein linearer Teilchenbeschleuniger, der in einer mit Blei ausgekleideten zylindrischen Wolframkammer untergebracht ist. Das Gerät enthält alle Komponenten, die für einen zeitgenössischen Teilchenbeschleuniger erforderlich wären, obwohl es mit 7,35 Metern Länge wesentlich kleiner ist, als ein Gerät dieser Bauart sein sollte. Vollständige Informationen zu den einzelnen Komponenten des Beschleunigers finden Sie im Dokument SCP-2700-2. Bei SCP-2700-3 handelt es sich um das Bauelement, welches in Teslas Schaltplänen als Kern bezeichnet wird. Es ist eine mit Blei ausgekleidete Wolframkonstruktion, die einen Apparat von derzeit unklarer Funktion enthält. Dieser Apparat, der über eine Quarzglas-Sichtöffnung beobachtet werden kann, besteht aus einem kugelförmigen Rahmen, der aus einer nicht identifizierten Substanz besteht. Dieser Rahmen hat einen Durchmesser von ca. 10 cm und ist in einer transparenten Kugel aufgehängt, deren Zusammensetzung ebenfalls nicht identifiziert werden kann. Nach Teslas Aufzeichnungen wird der Raum innerhalb dieser Kugel in einem ständigen Vakuumzustand gehalten. Innerhalb des Rahmens befindet sich ein kontinuierlicher Plasmastrom, der mit einem unbekannten Mittel erzeugt und aufrechterhalten wird. Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass die in SCP-2700-3 erzeugten Teilchen dann in SCP-2700-2 eingebracht und, wie für ein solches Gerät erwartet, beschleunigt werden würden. Die energiereichen Teilchen würden dann vom Endpunkt von SCP-2700-2 in Richtung des beabsichtigten Ziels fliegen. Wie das Gerät angetrieben wird und die genaue Art der von SCP-2700-3 erzeugten Teilchen bleibt unklar. Achtung! Alle Mitarbeiter mit Freigabe 4/2700. Die Tatsache, dass Sie diese Datei hören können, bestätigt Ihre Sicherheitsfreigabe und den Zugang zu den folgenden Unterlagen. Bitte fahren Sie fort bis zu Dokument SCP-2700-DE. Personal unter Level 4 kann im Notfall durch Vorschrift Omega-R5 Zugang zu diesem Dokument erhalten. Artikelnummer SCP-2700. Objektklasse: Keter. Sonderverwahrungsverfahren: Die vorherige gefälschte Aufnahme ist allen Mitarbeitern ohne Freigabe 4/2700 zur Verfügung zu stellen. Der Tresorraum, in den SCP-2700 verwahrt wird, befindet sich 180 Meter vom oberirdischen Eingang vom gesicherten Bunker entfernt. Der Raum selbst ist gegen seismische Aktivitäten zu isolieren und durch drei Sätze von verstärkten Stahltüren zu sichern. Der Zugang zum Tresorraum ist mit Ausnahme einer halbstündlichen Inspektion verboten, es sei denn, es besteht die Gefahr eines bevorstehenden Versagens der Eindämmung und Notfallverfahren sind erforderlich. Alle Mitarbeiter, die den Tresorraum betreten, sind mit Batrachotoxin-Halsbändern auszurüsten, die bei einem Verstoß gegen das Protokoll zu aktivieren sind. SCP-2700 ist ständig zu überwachen und alle Daten über den Zustand von SCP-2700-Omega sind halbstündlich zu aktualisieren.
das mit dem Zugriff auf das Betriebssystem von SCP-2700-1 beauftragte Personal muss eine Reihe von Richtlinien einhalten, die in Dokument SCP-2700-1 enthalten sind. Es darf keine direkte Interaktion mit SCP-2700-3 stattfinden, es sei denn, das O5-Gremium stimmt einstimmig zu. Verstöße gegen dieses Verfahren haben eine sofortige Terminierung zur Folge. Jede Änderung im Verhalten von SCP-2700-Omega muss sofort gemeldet werden, da eine solche Aktivität zu einem YK-Klasse-Ereignis führen könnte. Das mit der Verwahrung von SCP-2700 beauftragte Personal muss alle verfügbaren Materialien und Unterlagen, welche sich auf die Herkunft und Funktionsweise von SCP-2700 beziehen, untersuchen. Das primäre Ziel in Bezug auf die Eindämmung des Artefakts ist die Deaktivierung desselbigen vor dem Eintreten eines YK-Klasse-Ereignisses. In Anbetracht der katastrophalen Schwere, die ein durch SCP-2700 ausgelöstes Ereignis hätte, ist es Personal mit einer 5/2700-Freigabe gestattet, Statut 30a zu ignorieren. Vorschläge für eine Kreuzneutralisierung von SCP-2700 durch Verwendung anderer SCP-Objekte, einschließlich Keter-Klasse-Objekten, können dem O5-Gremium zur Beurteilung vorgelegt werden. Im Fall eines drohenden Versagens der Eindämmung ist SCP-2700-3 über das derzeit genehmigte Kreuzneutralisierungs-SCP-Objekt zu entsorgen. Beschreibung: Bei SCP-2700 handelt es sich um ein Gerät, das ursprünglich von Nikola Tesla mit dem Ziel konstruiert wurde, eine gerichtete Energiewaffe zu produzieren. Die Untersuchung des Artefakts in Foundation-Verwahrung hat jedoch gezeigt, dass SCP-2700 eine Funktion besitzt, die sich von seinem ursprünglichen Entwürfen unterscheidet und wesentlich gefährlicher ist. SCP-2700-1 und SCP-2700-2 entsprechen der Beschreibung im vorherigen Dokument, SCP-2700-3 jedoch nicht. Die luminisierende Anomalie in der Mitte von SCP-2700-3 ist nicht, wie zuvor angegeben, ein Plasma, sondern ein diskretes Energiephänomen, das jetzt als SCP-2700-Omega bezeichnet wird. SCP-2700-Omega verhält sich in seinem entropischen Verhalten retrograd. Der Energiezustand innerhalb seiner Grenzen bewegt sich ständig vom thermischen Gleichgewicht zur thermischen Singularität, von unorganisiert zu organisiert. Mit anderen Worten, der Energiefluss bewegt sich vom Zustand der maximalen Entropie zur minimalen Entropie, was das gegenteilige Verhalten zum Rest des Universums ist. Dadurch wird auch der effektive Zeitfluss innerhalb dieser Region umgekehrt. Gegenwärtig sind die nicht identifizierten Materialien, die diese Region umgeben, der Rahmen und die transparente Kugel, immun gegen die Auswirkungen von SCP-2700-Omega. Dies scheint der einzige Faktor zu sein, der einen Ausbruch des Phänomens verhindert. Sollte SCP-2700-Omega aus dem Inneren von SCP-2700-3 austreten, würde eine unaufhaltsame Kettenreaktion auftreten, die den Rest des Universums in diesen umgekehrten entropischen Zustand versetzen würde. Das Eintreten dieses Szenarios würde ein YK-Klasse entropisches Vernichtungsereignis darstellen, das zur Reduktion des gesamten Universums auf eine unendlich dichte, energetische Singularität führen würde. Eine Art invertierter Urknall. Wie aus SCP-2700-1 hervorgeht, ist das Gerät derzeit scharf gestellt und so konfiguriert, dass es im Jahr 2234, genau 300 Jahre nach seiner Scharfschaltung, aktiviert wird. Da dies von Natur aus einen Bruch von SCP-2700-Omega auslösen würde, müssen die aktuellen Eindämmungsprotokolle vor dem festgelegten Datum abgeschlossen sein, um ein YK-Klasse-Ereignis abzuwenden. Anhang 2700-001. Der folgende Text ist ein Auszug aus dem persönlichen Protokoll, das Tesla 1934 geschrieben hat. Es steht vor mir, vollständig und unausweichlich auf dem Nexus meiner Versäumnisse und Misserfolge hinunterzählend. Erst vor einem Monat wurde ich von einem Mann angesprochen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Er war der zufriedenste Mensch, den ich je gesehen hatte. Seine Augen fühlten sich wie Fenster zur Gelassenheit an. Er sagte, er suche nach dem neugierigsten Geist dieser Welt, und das war ich. Offenbar war mein Verstand nicht schwer von den Milliarden anderen auf dem Planeten zu unterscheiden. Nicht, dass mich das überrascht hätte. Irgendwie wusste ich sofort, dass er nicht von hier war, und ich spürte eine Verlegenheit über meine Welt. Es war demütigend. Ich glaube, er wusste, was ich fühlte. Während kurzer Zeitfenster, in denen ich nicht mit meiner Arbeit isoliert war, konnte ich einen Blick auf die Ereignisse werfen, die sich anderswo abspielten.
Was ich sehen konnte, hatte mich nie interessiert. Die Welt ist zu kaputt, um sich selbst zu ernähren, und sie reagiert wie jedes hungrige Tier. Sie ist wütend. Ein Krieg bahnt sich an. Ich kann nur hoffen, dass in diesem Konflikt die Natur ihren Lauf nimmt und die verbliebenen Degenerierten unserer Spezies ausgelöscht werden. Nur wegen der Degenerierten bricht der Krieg aus, und der Krieg ist das Einzige, was sie von der Zivilisation reinigen kann. Das ist der Weg eines jeden Systems. Wenn sich die unnötigen Teile zu einer kritischen Masse aufschaukeln, bringt das Chaos die Zerstörung, die die Dinge wieder ins Gleichgewicht bringt. Aber sein Lächeln schien einfach durch den Strudel von Ekel und Unzulänglichkeit in meinem Kopf zu schneiden. Dann kam die Wahrheit. Er suchte nach den genialsten Köpfen aus jedem der anderen Universen. Er fand mein mangelndes Erstaunen über den Ausdruck andere Universen überraschend. Ich fragte, wie viele es seien, und er sagte, er wisse es nicht. Neben seinen eigenen und meinem hätten sie nur 5 andere gefunden, die kohärent genug sein und Leben ermöglichen könnten. Wenn überhaupt, dann war ich erstaunt, dass nur 7 gefunden würden. Er lachte darüber und sagte, ich schien ihm vielversprechend zu sein. Ich fragte ihn, was er von mir wollte. Das letzte Geheimnis der Wissenschaft lüften. Wir bereiteten uns in den nächsten 24 Stunden auf die Abreise vor. Ich fragte den Reisenden, ob ich mein Projekt mitnehmen und es von seinen Leuten begutachten lassen könnte, worauf er antwortete, das sei kein Problem. Ich war bei meiner Arbeit mit der Telekraft in eine Sackgasse geraten. Es gab keine Möglichkeit, eine für sie ausreichende Energiequelle zu entwickeln. Ich hatte ihm nicht erzählt, was es genau war. Ich sagte nur, es sei ein Beschleuniger und keine Waffe. Ich wollte nicht, dass er meine Beweggründe hinterfragt. Ich dachte, wenn ich es in seinem Universum vervollständigen könnte, könnte ich es zurückbringen und mich selbst um das Gleichgewichtsproblem kümmern. Wir reisten am frühen Morgen ab. Ich gebe zu, die Aussicht auf ein anderes Universum schockierte mich zwar nicht sonderlich, aber die Prämisse, tatsächlich dorthin zu reisen, war faszinierend. Der Reisende griff nach meinem Arm und stellte etwas ein, das an seinem Handgelenk befestigt war. Es ähnelte einer einfachen Uhr, aber ich konnte es nicht gut sehen. Es gab einen intensiven Blitz und alles wurde schwarz. Einen Moment lang dachte ich, ich wäre geblendet worden. Und dann spürte ich den schrecklichen freien Fall. Ich stürzte mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durch die unendliche Dunkelheit. Ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben mehr Angst gehabt. Trotzdem erlebte ich ein solches Staunen und eine solche Vorfreude, wie ich sie nie gekannt hatte. Dann, in einem Augenblick, hörte alles auf. Ich öffnete meine Augen und sah. Worte können dem nicht gerecht werden. Genauer gesagt, unsere Worte können dies nicht. So wie ich in diesen Briefen nicht den wahren Namen des Reisenden schreiben und mich damit zufrieden geben kann, so kann ich auch nicht die transzendente Schönheit seiner Heimatwelt beschreiben. Es war eine Welt mit einem Puls, ein Leben, das ich abtasten konnte, und an diesem Punkt fühlte ich, wie die Ungeheuerlichkeit der hohlen und primitiven Natur meiner Welt auf mich einstürzte. Ich weinte, nicht über die Schönheit seiner Welt, sondern über die schiere Unterlegenheit meiner Welt. Ich bin erleichtert, dass er den wahren Grund hinter diesen Tränen nie erkannt hat. Ich wurde in eine Stadt gebracht, und auch hier verwende ich das Wort Stadt nur als das geeignetste Analogon. Dort stellte mich der Reisende seiner Familie und vielen seiner Leute vor. Dieses Gefühl der Zufriedenheit, das er mir bei unserer ersten Begegnung gab, umgab mich nun von allen Seiten. Mein Schamgefühl wurde nur noch tiefer. Diese Welt war nicht nur besser, sie war das, was der Perfektion in meiner Vorstellung am nächsten kam. Sie waren nicht grundlos fröhlich, aber sie würden keinen idiotischen und trivialen Unsinn tolerieren, über den die Menschen sich hierzulande streiten. Dann traf ich die anderen. Einer aus jedem Universum, wie mir der Reisende erklärte. Er war der Vertreter seines eigenen Universums. Ich werde nicht auf Einzelheiten über ihre Erscheinungen eingehen. Diese sind irrelevante und flüchtige Informationen, die nichts von ihrem großen Intellekt und ihrem Einfallsreichtum verraten. Ich verbrachte mindestens einen Tag damit, einfach mit ihnen zu reden. Während meines Besuchs hatte ich meine Taschenuhr bei mir. Sie war das Einzige, das die Zeit der Erde aufzeichnete, während ich dort war. Sie haben natürlich ihre eigene Form der Zeit, aber es war praktischer für mich, weiterhin unsere zu benutzen. Ich habe die Zeit, die ich mit ihnen verbrachte, sehr genossen. Wir sprachen über Dinge, die ich hier nie als Wissenschaft bezeichnen würde, aber sie hielten sie für nicht merkwürdiger als die Schwerkraft selbst. Der Reisende erzählte allen, was das große Projekt war, für das er uns zusammengestellt hatte. Wir sollten einen ewigen Energiegenerator bauen. Das hat mich nicht nur angemessenerweise unendlich fasziniert, sondern ich erkannte auch, dass dies genau das war, was die Telekraft brauchte.
Natürlich stellte ich Ihnen mein Gerät freiwillig zur Verfügung, um den Generator zu testen, sobald er fertig war, nur um zu sehen, ob er funktionierte. Zu meiner Freude nahmen Sie diesen Vorschlag an und wir machten uns an die Arbeit. Im Laufe einiger kurzer Wochen stellten wir unsere Daten zusammen und schließlich war ich es, der die Lösung fand. Die Eigenschaften zweier spezifischer Substanzen, jeder aus einem anderen Universum, sollten, wenn sie in Wechselwirkung stehen, die Reaktion hervorrufen, die unendliche Energie katalysieren würde. Beide Proben waren aus Universen entnommen worden, die für unsere Lebensform unwirtlich waren. Ihre subatomare Natur stand nicht nur im Widerspruch zu der Welt, in der ich mich befand, sondern auch zueinander. Nur dank einer Kausalmembran, die mir die anderen zur Verfügung stellten, konnten die Proben hier bestehen bleiben. Ich war mir sicher, dass diese paradoxe Interaktion der Schlüssel war. Ich grübelte nächtelang über unsere Notizen und versuchte, die Entwürfe fertigzustellen. Zu dieser Zeit kam einer der anderen zu mir und bot mir seine Hilfe an. Ich nannte ihn gerne den Beobachter, denn das war, was er tat. Er beobachtete mich die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum, und er behauptete, ich sei einfach interessant. Sicherlich beunruhigend, aber ich kann zugeben, dass ich selbst oft das gleiche Gefühl hatte. Er schaute sich meine Notizen an und wies mich auf einen einfachen Fehler hin, den ich übersehen hatte. Damit war meine Berechnung abgeschlossen und wir waren bereit, mit dem Test zu beginnen. Ich war ekstatisch. Der Tag kam und der Reisende und ich luden den Kern für unseren ersten Test in die Telekraft. Zuerst lief alles wie geplant, aber als wir ihn eine Stunde später inspizierten, bemerkte einer der anderen etwas Ungewöhnliches. Die Energiemenge im Kern schien sich zu verringern, was überhaupt keinen Sinn ergab. Dann kam die schreckliche Erkenntnis. Sie nahm nicht ab. Die Energie konvergierte unendlich auf sich selbst. Der Kern kehrte den Fluss der Entropie um. Keiner der anderen versäumte es, die kritische Gefahr dieser misslichen Lage zu erkennen. Wenn wir die Reaktion nicht neutralisieren könnten, könnte sie den Fluss der Entropie für das gesamte Universum unterbrechen. Es würde die Zeit bis zur Geburt der Existenz umkehren. In aller Eile griff ich auf die Konsole der Telekraft zu und sah, dass jemand die Aktivierung in 300 Jahren eingestellt hatte. Ich versuchte, sie zu deaktivieren, aber es gelang mir nicht. Das System erkannte meine Befehle nicht, was nur bedeuten konnte, dass jemand die Konsole sabotiert hatte. Dann fiel der Groschen mit absoluter Sicherheit. Ich drehte mich zum Beobachter und erklärte ihn zum Schuldigen an der Situation. Er schenkte mir ein Lächeln, das mehr Bösartigkeit zu enthalten schien, als zu welcher irgendein Wesen fähig sein sollte. Er leugnete nichts und ging sogar weiter. Er erklärte, dass nur er wisse, wie man die Telekraft deaktivieren könne und dass eine Demontage nichts anderes tun würde, als die Reaktion eher auszulösen. Er lachte mich auf diese Weise an, wie er es immer getan hatte, und ich verfluchte mich dafür, dass ich ihn nicht früher erkannt hatte. Was für ein großartiger Verstand ich doch war. Dann sagte er es. Welches Recht hatte ich, ihn mit Verachtung zu bedenken, da auch ich hierher kam, um meine Waffe zu vervollständigen? Offensichtlich hatten diese elenden Augen mein Tagebuch gefunden, denn dann begann er, die Funktion und den Zweck der Telekraft zu beschreiben. Er lobte mich dafür, dass ich in ein anderes Universum gekommen war, um es zu bauen, anstatt zu riskieren, es in meinem eigenen Universum zu bauen. Denn das war genau das, was er auch getan hatte. Warum hatte er es auf 300 Jahre eingestellt? Es war lediglich eine Sicherheitsvorkehrung, um sicherzustellen, dass es nicht aktiviert wird, während er noch dort ist. Der Beobachter verschwand dann in sein eigenes Universum und nahm das einzige Gerät mit, das es erreichen konnte. Wir blieben dort mit meiner großen Erfindung zurück, jetzt eine Zeitbombe für dieses Universum, das ich so sehr lieb gewonnen hatte. Warum wollte der Beobachter überhaupt eine solche Waffe schaffen? Ich weiß es nicht, oder es interessiert mich nicht mehr. Alles, was mich interessierte, war die Angst und Hoffnungslosigkeit des Reisenden, seiner Familie und seiner Welt. Es waren meine Theorien, die dies über sie gebracht hatten. Es war alles meine Schuld. Der Reisende gab mir jedoch nicht die Schuld und ich glaube, das war das letzte Zeichen, dass ich tun musste, was ich getan habe. Ich brachte die Telekraft hierher zurück. Ich brachte den Tod der Existenz zurück in mein Universum, wo er hingehörte. Ich habe alle Lebensformen in diesem Kosmos verraten. Ich habe unsere gesamte Zukunft verraten. Es tut mir nicht leid und ich entschuldige mich nicht. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Vermächtnis die Zerstörung eines Universums ist, dessen ich nicht einmal würdig war. Es scheint, dass ich am Ende das von mir gewünschte Gleichgewicht herstellen werde und es wird das Ende unseres degenerierten Universums sein. Die Telekraft ist sicher weggeschlossen. Ich verbringe meine langen Stunden vor dem Teich mit den Vögeln. Sie sind so glückselig, dass sie nicht wissen, was sich nähert und das gibt mir gerade genug Ruhe, meine eigene Existenz zu tolerieren. Eine Umkehrung der Energie, der Entropie, der Zeit. Wenn die Umkehrung der Zeit eine einfachere Aufgabe wäre, hätte ich vielleicht verhindern können, dass dies jemals geschieht und unser Universum retten können. Na
getan. Ich hätte unser Universum zu einem rettungswürdigen gemacht.